Alles ist schwarz, rechts und links. Ich sehe nur Stufen vor mir. Ich sehe so weiße Stufen ohne Geländer. Aber ich laufe und laufe, aber ich komme nicht runter. Als ob die sich immer wieder ausfährt. Also man sieht nach unten kein Ende. Treppe bleibt mal stehen. Ich will jetzt da runter. Die ist ja echt fies. Die Stufen waren weg und dann bin ich jetzt einfach runtergerutscht. Ja, ist okay. Peng, unten angekommen. Das tut mir erstmal alles weh. Das ist wie so ein schwarzer Geröllgang. Da liegen auch große Steine rum. Spinnenweben, dreckig, also staubig. Und da sitzt eine Riesenspinne an der Tür. Oh ja. So einen riesen dicken Körper. Du weißt, wofür Spinne steht? Für Mutter, ja. Ja. Thema steht schon vor der Tür in Form der Spinne. Aber es gruselt mich nicht. Also ich habe auch gar keine Angst vor Spinnen irgendwie, aber die sieht nicht nett aus. Dann haben wir dir nicht die Tür erwischt. Wir wollten ja deine Mutter sowieso bearbeiten. Bist du bereit, sie zu öffnen? Ja, diese Spinne sagt, ich lass dich da nicht durch. Ne? Ja, ist ja recht. Ja, musst eine Entscheidung fällen. Also ich gehe da durch. Wir ziehen das jetzt durch hier. Oh, jetzt krabbelt es mich am ganzen Körper. Ja, ja, das ist genau das Gefühl, was die Spinnen erzeugen. Uah. Aber ich habe das sonst nie. Das ist ganz merkwürdig. Mama ist möglicherweise ganz gut verdrängt. Dann ist das nicht so. Okay. Gut, machen wir die Tür auf. Noch ganz zurück. Nee, wir ziehen das jetzt durch hier. Ja, okay. Jetzt okay. Also die Tür auf jetzt. Eieiei, was sehe ich hier? Ist alles schwarz. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als ob vor mir Boden ist und dann ist da wie so eine Erdspalte. Ich sehe die andere Seite, aber da ist das ist tief da. Könntest du drüber springen, oder? Nee, da kommst du nicht rüber. Das heißt, es gibt einen Graben. Oh, wenn ich so stampfe, also ich versuche auf diesem Boden zu laufen, das ist wie so einsacken. Also so ein weicher Boden, aber irgendwo ist da unten, also bis zum Knien ungefähr. Oh, du sackst richtig ein? Ja, am Anfang war das irgendwie fester und das wird jetzt immer tiefer. Wie wenn man durch Schnee stapft, so an sowas erinnert mich das so. Ja. Aber so staubig, wie Sand. Oh, ich bin gerade so in diesem Gefühl, dass ich erstarre. Ich will da vorlaufen, aber ich komme nicht weiter, ich komme da nicht raus. Das sagt dir deine Psyche mit diesem Gefühl. Guck mal, so steckst du drin, kommst gar nicht so raus. Also dieser Graben, den siehst du von links nach rechts, da ist auch nicht irgendwo, wo man da vielleicht irgendwie drüber könnte. Das ist eine riesen Erdspalte, unüberwindbar. Ja. Wie ist denn das Wetter draußen? Und da ist kein Himmel. Sieht alles so verstaubt, dunkel. Also oben drüber kann ich nichts erkennen. Ist auch zu irgendwie. Dunkles Grau, nur in Schattierungen. Ja. Hol deine Mama bei und sag's ihr. Das ist ja der Ausdruck, symbolische Ausdruck zum Thema Mama. Mutti, jetzt komm mal her. Ui, jetzt. Scheiße. Da kommen ganz viele Spinnen aus diesem Graben gelaufen. Ja. Ist ja ekelhaft. Ja. Und die sind groß. Ja. Eieiei. Aber sag jetzt gerne deine Mama auch noch dazu, damit die sich nicht. Die stehen jetzt alle um mich drum herum. Oh, ist das abartig. Die sind so, also größer als ich. Das ist ja heftig. Wir können ja erstmal eine Übung machen, damit du siehst, dass du das noch im Griff hast. Sag mal, wer sie gerne. Gib mal einen Schritt zurück. Ja. Nee, die kommen näher. Die sagen, du hast uns lange nicht im Griff. Ja, das stimmt. Deshalb hätten wir gerne mal den Anführer, mit dem mal hier. Die eine nimmt so ihr Bein und stupst mich so an. Ja. Ja, du sagst ja auch, Spinnen machen mir nichts. Und die zeigen dir jetzt, dass du dich da ganz gut täuschst. Ne? Okay.
Okay. Sag mal, jetzt können die Anführer spielen. Du kannst ja nicht mit allen gleichzeitig verhandeln, das geht ja nicht. Die sehen aber alle gleich groß aus. Ja, ist klar. Aber wer ist denn die Anführerspinne? Genau. Die lachen mich alle an. Die sind, gibt's nicht. Die sind alle gleich. Oh, Moment. Ja, Bescheid. Da kommt ein Riesenteil jetzt hinterher. Die ist ja so groß. Also die ist mit ihren Beinen, also die steigt jetzt aus diesem Ding da raus, aus diesem Erdspalt. Und die ist so groß, dass die also auf beiden Seiten ihre Füße stellen kann. Oh wow. Ach, die überblickt die Erdspalte. Oh, okay. Das scheint da nicht schön zu sein. Ja, die steht jetzt da. Und die hat diesen gleichen dicken, fälligen Körper wie die an der Tür. Und sagt, ich bin der Boss. Ja. Da wir Mutter auf die Tür geschrieben haben, oder Mama, oder wie auch immer, müsst sie mit deiner Mama zu tun haben. Und deshalb kannst du erstmal fragen, bist du mit meiner Mama in Verbindung? Und guck mal, was sie sagt. Das ist eklig. Ja. Oh, ich krieg... Bist du meine Mutter? Bist du meine Mutter? Die trampelst du mit dem einen Fuß, du weißt doch, wer ich bin. Die kommt jetzt zu mir, hau ab. Sag ja ruhig, dass du Angst hast, das ist okay. Ich habe Angst vor dir. Genau. Mach ihr erstmal folgendes klar. Das soll ich ja auch, sagt sie. Ja, du sollst ja Angst haben. Klar. Aber sie soll wissen, dass du die Angst hast, dass du dir eingestehst, das ist ja in Ordnung. Und mach ihr jetzt mal klar, du bist gekommen, um sie zu erlösen. Sie ist die Spinne. Oh, ich könnte jetzt rausrennen, Mann. Ja, mach ihr das klar. Du kannst jederzeit gehen. Die bleiben da drin für immer. Wenn die was erlöst werden wollen, brauchen sie dich. Mach ihnen das erstmal klar. Die sagt jetzt so, komm mal hierher. So macht die. Ja. Und dann soll ich, die machen so einen Gang frei, die anderen. Ja. Oh, ich weiß schon, was da unten ist. Ich spüre es schon. Ich gucke da runter. Ja. Das sind Käfige. Mhm. Und da sitzen ganz viele Menschen. Wer ist denn das? Schau doch hin, sagt sie. Ja, beschwer dich, müssen wir hier gesagt, kannst du mir mal helfen? Ich sehe, dass da sitzt meine Mutter. Okay. Da sitzt mein Vater. In offenen Käfigen sitzen meine Schwestern. Auf der Seite, da sitze ich, der zweite Mann von meiner Mutter. Okay. Ja, irgendwelche Leute, die ich nicht kenne. Das heißt, sie sind alle gefangen. Die Spinnen haben die Macht, die haben sie gefangen genommen. Ja, die Spinnen sind symbolisch gesehen natürlich immer der Schattenanteil, das Unerlöste. Deshalb hat es die Macht. So, und jetzt erklärst du den Spinnen, das wissen die schon, aber du erklärst es denen nochmal, damit die das mal hören von dir. Ich bin taub, ich spüre meine Beine und meine Arme nicht mehr. Ja, das sind die Spinnen, die zeigen dir, was für eine Macht sie haben. Das sind die Schattenwelt, klar. Verena macht dir mal als erstes klar, damit du es auch nochmal weißt, dass die dich brauchen. Die können ohne dich gar nichts machen, die sind der Schattenanteil. Nur du kannst ihnen helfen, sie zu erlösen. Das machen erstmal klar, damit... Weil ganz klar ist, wer der Hauptchef ist hier. Weil es ist deine Psyche. Die sind ein Teil von dir. So, ihr seid ein Teil von meiner Psyche. Ihr seid in mir. Und ich bin hier der Chef. Richtig. Und ihr glaubt... Jetzt lacht die ganz laut. Ja, klar. Die Schattenanteile, die haben ja bisher alles beherrscht. Aber macht ihnen mal klar, dass sie dich brauchen, um damit sie erlöst werden. Du brauchst mich und diese ganze Horde, die du hier noch mit hast. Weil du lebst von mir, von meiner Energie. Richtig, und du lebst in dieser Dunkelheit und du kommst und nie raus, wenn ich das nicht will. Du lebst in dieser Dunkelheit und kommst nie raus. Ja, genau. Oh, jetzt bebt die Erde, weil die einmal so mit dem Fuß aufgestellt hat. Ja, die will ja zeigen, was für eine Macht sie hat. Die läuft da so oben auf dem Graben hoch und runter und das alles bebt. Ich habe die Macht. Ja. Ich bin hier der Chef und du hast hier überhaupt nichts mehr zu melden. Oh, die überrollt mich. Scheiße. Ja, die macht ja das Machtkämpfchen mit dir. Ist ja krass, ey. Ja, die macht das Machtkämpfchen mit dir. Oh, heftig, wa? Und die, ich habe über Jörg seine Spinne, dachte ich immer, Mann, du musst die doch klarkriegen. Ja, siehst du, ne? Wenn man selbst mal drin hängt.
Halleluja. Das ist schon erstaunlich, dass du nie Spinnenphobie hattest, ne? Weil gar meine, nicht, überhaupt nicht. Dann war das dir völlig unbewusst, was da in dir eigentlich abgegangen ist die ganze Zeit. Ja, das heißt aber auch, du bist jetzt bereit, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und vorher war das Thema so heftig, dass es ganz tief weggedrängt war. Vorher warst du unten in dem Graben und eingeschlossen. Jetzt bist du gleichzeitig auch hier oben und bist der Chef. Das heißt, du hast dich schon freigestrampelt. So, also, ich bin jetzt hier die Chefin drin und nicht du. Bist du bereit, mit mir zu arbeiten? Genau. Und die macht so, eigentlich willst du doch, oder? Sonst wäre sie nicht aufgetaucht. Sonst wärst du ja nicht daneben. Aufgetaucht. Hm. Naja, die sagt so, mal sehen, was du mir bietest. Naja, Auflösung. 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 Ja. Du hast es ja schließlich gemacht. Ja. Du hast da die Gefangenen gemacht. Ja. Das ist witzig, diese ganzen komischen Spinnen, die größer sind als ich, neben mir. Das ist so wie, als wenn die zur Stellung so neben mir beziehen würden. Ja, gegen sie. Ja. Das ist du ja traust dich, gegen die Anführer zu gehen. Und die wollen eigentlich von ihrer Anführer. Die Soldaten, die stellen sich jetzt so. Ja, ja, die stellen sich auf deine Seite, ne? Guck mal, sag mal, Anführer, guck mal hier, ich habe sie schon alle, deine Untergebenen habe ich schon alle unter mir. Guck mal, deine Untergebenen habe ich schon alle unter mir. Ja, genau. Stampft sie wieder. Ja, ja. Du klaust ja immer mehr die Energie und die Macht. Du hast sie nämlich, weil du bist ja Hauptchefin. Die wollen eigentlich alle erlöst werden. Die wollen zu dir. Deine Energie, ne? Die haben das schon kapiert. Hm. Okay, was machen wir jetzt? Na ja, gut, sie will erlöst werden, ne? Ja, okay. Und dann heißt, sie muss es dir zeigen, wo sie da ihre Scheiße gebaut hat. Wo hat sie sich zu einer Spinne verwandelt? Was ist schiefgelaufen? Das muss irgendwas mit deiner Mama zu tun haben, aber das weiß sie ja besser. Die kennt ja ihre Schattenwelt. Also, zeig mir doch, was mit dir passiert ist, dass du zur Spinne geworden bist. Genau. Hm. Die ist immer noch so ein bisschen zögerlich. Irgendwie. Jetzt kümmere dich mal. Kleiner Trick, zieh dich rum, geh ein paar Schritte zurück. Tschüss. Guck, was sie dann macht. Okay, dann gehe ich jetzt wieder. Nee, die will. Die will. Guck mal, wie lange die schon wartet darauf, dass du endlich kommst. Okay, ja. Dann zeig mal, was mit dir passiert ist. Ja. Wo hat denn das angefangen? Ich sehe jetzt da so ein Kahn. Die Familie ist auf dem Weg irgendwie. Im Krieg ist das, glaube ich. Da sind mehrere Leute unterwegs. Das ist hier die Zeit der Flucht. Ich sehe, die ist ungefähr, ich würde sagen, so 8, 9. Und die sind da unterwegs mit der ganzen Familie. Das sind ganz viele Kinder. Das ist die Großeltern. Das ist die Oma. Die Oma ist da so 8. Die hat da so einen komischen Teddy noch in der Hand. So einen alten zerzausten. Die sind in Richtung Osten, Richtung Polen. Erster Weltkrieg. Na, die ist völlig deprimiert. Also zu Hause verlassen, weg auf dem Weg, nichts zu essen, Hunger. Da stirbt irgendwas in ihr. Zu Hause alles weg. Brüder verloren. Ganz schlimm alles. Bombenalarm. Alles ist weg. Ganz depressiv, ganz, ganz gebrochen sieht die aus. Dann erklär schon mal, dass du die Urenkelin bist und dass dieses kleine Mädchen dann mal deine Oma wird. Und wenn es dich gibt, dann muss die Oma wohl überleben und auch einen Mann finden und Kinder kriegen und so weiter, weil deine Mama gibt es ja dann auch, damit die Uroma mal ein bisschen loslassen kann. Also die Oma, die überlebt und ich bin die Enkelin aus der Zukunft und ich sehe euch jetzt hier auf dem Weg und sie leidet darunter extrem und ihr habt da auch Kinder verloren, 3 Stück, ja. Ureltern, also die Oma, die überlebt auf jeden Fall. Noch ein paar andere Geschwister, die überleben alle, die kommen in Polen an. Na, guck mal, wie sie da geht. Sie sind glücklich, umarmen sich und nehmen die Kleine gleich zwischen sich. Das fällt schon mal die ganze Schwere und die Last von ihnen ab.
die Oma ist glücklich. Genau. So, und da die Spinne dir das gezeigt hat, so nach dem Motto, helf mir, das zu erlösen, und du hast es ja jetzt ein Stückchen erlöst, müsste sich die Spinne schon verändert haben. Deshalb geh wieder zurück in den Eingangslauf der Spinne und guck mal, wie sich verändert hat. Und damit beweist du ja schon, dass du der Schlüssel bist zur Veränderung. Die Spinne? Naja, die ist jetzt schon ein bisschen kleiner. Du siehst jetzt nicht mehr ganz so gruselig aus. Ja. Und das Witzige ist, die Soldaten nehmen ja also ihre Armee. Es sieht so aus, als ob die sich hingesetzt haben. Die jetzt warten die auf den Film, was da so, was da so abgeht. Naja, du kannst diese Anführerin ja erklären, dass sie jetzt, spätestens jetzt, der merkt, welche Macht du hast, dass du das hinkriegst, sie zu erlösen. Und deshalb entspannen sich die Soldaten schon mal. Oh, schön, der Krieg fällt aus, da haben wir neue Anführer. Die sitzen ja spinnig, aber es sieht witzig aus. Die sitzen jetzt. Die entspannen schon. Die Armee sagt, oh, wir haben eine neue Anführerin, die macht es irgendwie magisch, wir brauchen nicht mehr so kämpfen. Guck mal, die freuen sich. Und das ist witzig, ja. Lustig. Ja. Das ist interessant. Die Anführerspinne müssen ein bisschen Respekt haben vor dir. Fragst du doch mal, ob so ist. Hast du ein bisschen Respekt? Die macht so mit dem Fuß. Ich will mehr sehen. Ja. Die fordert mich jetzt raus. Ja, der hat auch recht. Macht so, komm, zeig mal. Nur ne? So ein bisschen Erlösung wird so, zu wenig. Ne? Ja. Ja. Dann sag ihr wieder, ja, das musst du mitarbeiten. Du musst mir die Szenen zeigen, die genau. Ich verändern du, soll. Du musst aber mitarbeiten. Du musst mir die Szenen zeigen, die ich verändern. Die wir verändern können. Genau. Das sind so verschiedene Bilder, die sich da auf... Was ist noch passiert, dass du zur Spinne geworden bist? Also ich habe jetzt wieder in diesem Heuschober die Vergewaltigung von ihr. Sie wird vergewaltigt. Die Oma als Kind, als Mädchen? Da war sie ein junges Mädchen, gut. So 13, 14. So, der Typ, ne, den hatten wir ja schon bearbeitet. Ja, aber sag jetzt, mir, pass, ich hatte das schon bearbeitet. Dich hatte ich doch jetzt schon bearbeitet. Genau. Warum, was verstehe ich gar nicht, dass du jetzt hier nochmal auftauchst. Er sagt so zu mir, das ist doch nicht nur einmal passiert. Genau. Also stellt sich so hin. Ja. Du denkst doch nicht, weil du hier einfach mal vorbeikommst und es auflöst, dass das dann erledigt ist. Er soll dir jetzt alle Szenen zeigen, die er gemacht hat. Und dann wird er erlöst. Zeig mir jetzt die Szenen. Wo hat denn das angefangen? Oh, jetzt sehe ich so einen Schweinestall. Ich höre Schweinekunst. Man, jetzt müssen wir das Bild mal weiterlaufen lassen. Und ich sehe sie so ganz unbedarft zu den Schweinen gehen, weil sie freut sich so, dass da so ein kleines neues Ferkel angekommen ist. Sie muss noch eine kleinere Schwester haben. Sie ist damit noch ein Mädchen und zeigt der Kleinen das Ferkel. Und da kommt dieser Typ vorbei. Wie alt ist sie ungefähr? Ich würde schon sagen, so 12. Die spielen da, der kommt rein, streift das Hemd an. So sieht die beiden, weil die sich so über diesen Zaun so drüber heben und da wird er gereizt. Die sind mit den Oberkörpern so über dem Zäunchen von den Schweinen, weil sie da halt gucken. Und dann schickt er die Kleine ins Haus. Ja, das ist ein Nachbar. 30, 40. Und krallt sie sich gleich, ja. Und jetzt guck mal oder frag ihn, ob das die erste Szene ist. Ist das die erste Szene, wo du Hand anlegst an ihr? Der grinst so. Doch. Ist das die erste Szene? Ja, nickt nur gut. Und wenn wir die noch nicht hatten, dann steckt natürlich logischerweise in der ersten Szene immer alles nochmal drin. Da hat sie angefangen, ist ja gekippt worden, ne? Und deshalb ist es noch nicht aufgelöst. Ja, alles klar. Also der greift zu sich und da sehe ich jetzt Kühe stehen und neben der einen Kuh, da ist so ein bisschen Heu noch. Ja, da vergewaltigt er sie. Sie schreit fürchterlich, der hält ihr den Mund zu, sagt, wenn du nicht ruhig bist, dann stirbst du.
ziemlich brutal. Sie ist noch so schlank und so klein. Da ist so ein großer Bauer. Und er, sie ist wie alt? 12, würde ich sagen. Der ist ziemlich rabiat. Und ja, reißt ihr die Höschen runter und hält sie immer fest, so dass sie nicht schreien kann. Die hat die Hoffnung verloren. Die wird starr. Geht in die Erstarrung. Ja. Bewegt sich auch nicht mehr. Der ist ganz aggressiv und sie bewegt sich gar nicht mehr, die ist weg. So einen unheimlichen Schmerz in ihr spüre ich. Stopp das jetzt hier. Oma, ich nehme wahr, wie kaputt du dich jetzt fühlst. Wie zerrissen. Deine Welt innerlich zusammenbricht. Sie hat richtig kalte Augen, als ob sie gar nicht mehr lebt. Dann geh in Kontakt mit ihr. Ich komme aus der Zukunft, ich bin deine Enkelin. Ja. Und ich bin jetzt da, um dir zu helfen. Sie guckt mich an. Ja. Das schwebt ein Teil über ihr. Ja, der faltet sich ab. Ne? Kannst du den Teil ja mal fragen, zu wie viel Prozent repräsentiert er denn von ihr? Wie viel Prozent präsentierst du von ihr? 30%. Dann sprech ihn an und mach ihn aufmerksam, was er da nicht tut. Siehst du, was du hier machst? Du zerstörst dieses Kind. Guck mal, da schwebt ein Teil oben. Und diese Oma ist ganz gebrochen, die verhärtet, die wird so hart. Und zeig ihr diese Welt der Spinnen. Das passiert nämlich in ihr dann im Moment. Schau dir mal diese Spinnen im Symbolraum an. Ja. Der ist völlig verwirrt, jetzt, weil er mich jetzt sieht. Kannst ja sagen, du hast ihn ja schon mal erwischt und wir haben das ihn aufgelöst. Ich habe dich schon mal erwischt und das hatten wir schon aufgelöst, aber die Szene hatten wir hier noch nicht. Genau. Da hat man den Heuschoben. Du weißt, dass das nicht in Ordnung ist, das ein Kind zu vergewaltigen. Wieso ist doch nur eine Deutsche, sagt der. Das ist dann so ein Pole wahrscheinlich. Hast du einen deutschen Hass? Ja. Ja, meine Frau lässt mich nicht ran, die ist schwanger. Ja. Und da brauchst du einen Ausgleich. Da musst du dir so ein Mädchen schnappen. Die war halt gerade da. Gut, dann holen wir mal die Eltern von dem Mädchen. Dann soll er das den Eltern mal sagen. Uroma, Uropa. Genau, die müssten ja nochmal aufpassen. Oder die Kleine müsste es denen erzählen. Her, gucken total entsetzt, völlig verwirrt. Ja. Und gehen gleich auf den los. Die verprügeln den gleich. Der Vater gleich mit der Mistgabel geht da auf den los. Die prügeln sich. Aber er traut sich nicht so richtig zurückzuschlagen, der Vergewaltiger. Der versucht jetzt sich nur noch so zu wehren, dass er nicht zu viel abkriegt. Und die Uroma nimmt sie gleich in den Arm und zieht ihr die Hosen hoch und nimmt sie gleich mit. Drückt sie und versucht sie zu trösten und sie ist jetzt für sie da. Mein Kind, schreit sie immer. Warum hast du das deinen Eltern nicht erzählt? Genau. Weil er mich sonst umbringt. Weil er ihr das gesagt hat, wenn du redest, dann bringe ich dich um. Wieso gehst du nicht zu deinem Papa und lässt dir helfen? Der ist doch immer so beschäftigt, dem darf ich keine Sorgen machen. Das ist das Problem. Und da zeig ihm, dass der Papa falsch ist, weil er signalisiert, lass mich in Ruhe mit deinen Sorgen. Und das geht nicht. Papa, du bist also Uropa, du bist falsch, weil deine Tochter kommt mit ihren Sorgen nicht zu dir. Sie denkt, das ist dir dann alles zu viel noch. Und damit ist sie letztendlich schutzlos. Ne? Mit 12 Jahren hat sie schon keinen Papa mehr. Ja. Weil der andere braucht ja nur zu drohen und schon folgt sie. Aber kriegt eine Träne ins Auge. Er sagt, die kann doch immer zu mir kommen. Nee, zeig ihm. Sie kann es nicht. Das ist jetzt einfach mal eine Realität. Er soll mal hingucken. Er hat es auch verpasst. Du hast es verpasst. Du hättest ihr zeigen müssen, dass du immer für sie da bist. Und wenn sie zu dir kommt, musst du offen zu ihr sein. Ja. Und nicht immer irgendwelche Arbeit vorschieben. Und zeigt diesem Vater, dem Urgroßvater, in welcher Spinnenloch sie jetzt lebt. Weil das ist ja die Oma, die nicht erlöst ist. Mhm.
Ne? Zeig ihr, was draus Ureltern, wird. Jetzt kommt mal mit, guckt euch das im Symbolraum an. Da sitzt diese Riesenspinne, die alle beherrscht. Da unten sitzen alle in Käfigen. Ja. Das ist aus ihr geworden. Genau. Weil ihr nicht auf sie aufgepasst habt. Genau. Und ihr nicht die Eltern war, dass sie Vertrauen haben konnte, zu euch zu kommen mit ihren Problemen. Ja. Die Weinen sind total fair. Betroffen. Ja. Das ist gut. Der Vater weint auch. Und jetzt zeigt mir mal der Spinne, dass der Vater sich jetzt plötzlich wieder ums Kind kümmert. Weil das ist ja das, was sie wirklich will. Die will ja erlöst werden. Jetzt soll sie es sich mal angucken. Die Kleine hat plötzlich wieder einen Vater. Schau mal, Spinne. Die Kleine hat wieder einen Vater. Das ist witzig, die sitzt jetzt auch da. Also die ist nicht mehr auf diesem Spalt, auf diesem großen Spalt. Also die sitzt jetzt neben mir, aber größer noch. Das heißt, sie fasst Vertrauen zu dir. Ja, die hat jetzt Vertrauen und wartet, dass man das nächste bearbeiten kann. Genau. Und traust du mir jetzt zu, dass ich dir helfen kann? Ja. Dann mach aber den Gegendeal, dann musst du unten die alle freilassen. Ne? Dann wollen die auch mal erlöst werden. Es geht ja nicht, dass nur sie erlöst wird. Das kannst du ja auch. Dann musst du aber auch die dort unten alle freilassen. Jetzt läuft sie so ein bisschen hin und her und guckt da nochmal runter. Ja, ja. So ein bisschen, ja, ja. Überlegen. Aber dafür kriegst du die Freiheit. Aber dafür kriegst du die Freiheit. Sonst bleibst du für immer spinnen und du musst von morgens bis abends spinnen. Das sieht man ja bei jedem Spaziergang. Ne? Die Spinnen müssen schaffen ohne Ende. Du musst immer arbeiten, so wie du es dein Leben lang gemacht hast. Immer gucken, auf der Lauer liegen, warten, arbeiten. Ja. Nee, sie kommt wieder und... Boah, ist groß. Das ist ja eine tolle Session für Spinnenphobie, ne? Es gibt so viele Frauen, die Angst haben vor Spinnen. Und ich habe immer gesagt, ich habe keine Angst vor Spinnen, aber die macht mir schon, die ist schon ganz schön. Ja, ja, warst du gut gedeckelt, so könnte man es auch sagen. Ja. Aber du hast ja kein gutes Verhältnis zu deiner Mutter gehabt, nee, ne? Eigentlich, ja, die war ja nie da. Die ist ja keine Dann Frau, hat kein die ist ja. Da, war, ja? Klar. Da ist ja nichts, ne? Ja. Ja gut, dann merkst du es ja auch nicht. Ne? Dann hast du auch kein negatives Verhältnis. Wenn sie gar nicht da ist, dann merkst du es gar nicht. Dann ist sie so weit verdrängt, dass sie das Thema die nicht da ist. Die ist ja nie da. Nee. Die gibt es ja gar nicht. Ja. Ich war ja in diesem Heim bis 6, 7. In diesem Wochenheim, wo ich am Wochenende eigentlich mal zu Hause war. Aber 3 Wochenenden war ich bei meiner Oma von meinem Vater, die Adoptivmutter. Ah. Und ein Wochenende war ich in dieser Familie da. Ja, ja. Und eine Woche über warst du immer in diesem Heim? Und in der Woche von Montag bis Freitagnachmittag immer in diesem Heim. Ja, ja. In welchem Alter bist du in das Heim gesteckt worden? Ab 3 Monate war es erst Krippen, Wochenkrippe und dann Wochenheim. Also hast du nie eine Mama gehabt eigentlich? Nee, keine Mama und kein Papa. Ja. Gut, dann gehen wir wieder zur Oma. Ja, die Spinnen müssen ja erlöst werden, also die Oma muss erlöst werden. Nur dann kriegst du eine andere Mama und nur dann behält die auch ihr Kind, weil die hat ja selbst Defizite ohne Ende, deshalb kann sie ja überhaupt ihr Kind weggeben. Also eine Mutter, die ihr Kind weggeht, hat ja unglaubliche Fehler in sich. Wenn du so willst. Das kann man ja nicht hinkriegen sonst. Und deshalb muss die schon selbst in ihrer Kindheit viele heftige Erlebnisse haben. Und also müssen wir ihre Mama bearbeiten und das sind wir ja jetzt auch. Der Oma, die wird quasi jetzt vergewaltigt von dem Typ, die ist 12 und da sind wir jetzt. Also das Mädchen, was du jetzt hier vergewaltigst, das ist meine Oma und sie wird dann ein Kind haben, die Ursula, die will sie auch nicht. Also ist sie auch ganz abgeneigt von ihrem Kind, das will sie gar nicht haben. Und diese Mutter gibt mich mit 3 Monaten schon in so eine Wochenkrippe. Also ich habe eigentlich nie eine Mutter gehabt. Genau. Und du brichst sie hier. Na, der sitzt ja schon völlig geschunden da an diesem Boden. Der Opa hat ihn ja so bearbeitet, der Opa. Das ist schon mal gut. Er entschuldigt sich bei ihr. Es tut mir sehr leid. Ja. Es tut ihm sehr leid. Er geht jetzt auch auf die Knie. Ja. Und weint. Jetzt dreht sie sich langsam um. Es tut mir sehr leid, sagt er mal wieder.
Bitte verzeih mir. Und dann wendet sie sich aber wieder an ihre Mama. Ja, klar. Sie hat noch so Schmerz und es tut ihr so weh. Ich habe bloß immer dieses ganz tief im Innern, ich bin halt immer alleine, ne? Ich bin immer auf mich gestellt und ich muss alles alleine stemmen. Niemand ist da. Genau. Und das ist so tief in mir verankert, dass man dann oft auch Hilfe gar nicht wirklich, also wenn sie ehrlich gemeint ist, gar nicht wirklich annehmen kann. Und das können wir nur wegkriegen, wenn in deiner Innenwelt das Baby ihre Mama hat. Bis 7 Jahre braucht das innere Kind eine Mama und einen Papa. Bedingungslos. Nur dann kannst du gesund sein, bleiben oder werden oder wie auch immer. So, Spinnen, dann zeig uns den dritten dicken Faktor, was dich zu dem gemacht hat, was du da bist neben mir. Was ist dir noch passiert? Was ist dir noch passiert? Genau, dass du zur Spinne geworden bist. Dass du zur Spinne geworden bist. Kriegt die Spinne eine Träne im Auge. Das heißt, es muss irgendwie um Traurigkeit gehen, um Abschied, um irgendwas Verlust, irgendwas Schlimmes, was passiert ist. Sie ist traurig. Ja, die weint. Zeig's mir jetzt bitte. Warum weinst du? Jetzt bricht sie so völlig zusammen. Das liegt jetzt richtig auf ihrem Körper. Das sind immer zwei Szenen, die ich jetzt sehe. Das eine ist irgendwie noch in Polen. Mein Gefühl sagt, dass das in Polen ist. Irgendwie was mit dem Haus, dass da irgendwas ist und dann aber, wo sie dann zurück in Deutschland ist. Diese Traurigkeit, diese unendliche Traurigkeit, dass der Mann nicht nach Hause kommt. Sie wartet und wartet und alle haben gesagt, er kommt zurück, sie haben ihn in Russland gesehen. Und alle kommen zurück oder viele, aber ihr Mann kommt nicht, der kommt einfach nicht zurück. So eine Traurigkeit, so eine. Das kann sie nicht beschreiben. Nachts weint sie immer. Tagsüber versucht sie stark zu sein wegen den Kindern. Diese Traurigkeit, das hat ihr das Herz gebrochen. Ja, meine Mutter ist dieses Jahr 41 geboren. Die hat ihren Vater aber nicht kennengelernt. Das letzte Mal, wo er wohl zu Hause war, da ist sie schwanger geworden mit der Mutti. Gut, das ist aber dann auch nachvollziehbar, wenn deine Mama schon keine Eltern hatte, also keinen Vater hatte, ja, dann ist ja die Bindung auch nicht so hoch. Die hat sie ja nie wirklich erlebt, kennt es ja gar nicht mit dem Papa. Und dann fällt es ihr leichter, das Kind wegzugeben. Das heißt, sie hat eigentlich auch keine richtige Mama, weil die ist in der Trauer versunken. Ist deine Mama für dich da? Die will mich nicht. Die ist 4, 5. Das heißt, ihre Mama ist nicht da, weil die ja trauert. Ne? Und der Papa ist sowieso nicht mehr da, weil er ist weg. Das heißt, sie hat mit 4, 5 Jahren auch keine Eltern. Mm-mm. Die Geschwister sind schon zu groß, die kümmern sich auch nicht um sie. Richtig. Das heißt, sie kennen das nicht, Mama, Papa, Kind. Diese heilige Familie hat sie nicht erlebt. Und deshalb kann sie dich, wenn du geboren wirst, auch weggeben einfach. Ne? Dann nicht so schwer mehr, weil du kennst ja auch nicht anders. Mutti, du gibst mich, ich bin gerade 3 Monate alt und du gibst mich in so eine Wochenkrippe und du bist nie für mich da, du bist nie da. Und du selber hast jetzt auch keine Eltern. Diese trauernde Mutter, deine Mutter, die ist ja auch für dich nicht da. Genau. Und der Papa, ist nicht aus dem Krieg gekommen. Genau. Und du musst immer nur arbeiten. Ich sehe die da immer nur flicken, die Oma war Schneiderin. Und jetzt höre ich den gleichen Spruch von der Oma zu ihrer eigenen Tochter. Du hättest nicht sein müssen. Oh, ist das abartig, oder? Du hättest nicht sein müssen. Das kenne ich ja auch. Die Oma hat immer zu mir gesagt, du hättest nicht sein müssen. Dein Vater, das ist so ein Schlimmer und du hättest nicht sein müssen. Dann sag ihr, dass sie das schon zu ihrer Tochter gesagt hat. Oma, das hast du schon zu deiner Tochter gesagt. Ja. Das heißt, sie hat ein Kind von einem Mann, den sie liebt, aber sie sagt Nein zu dem Kind. Und zeig ihr mal, deshalb wird sie zu dieser Spinne auch verwandelt. Sie wird bestraft, sie wird zur Spinne. Guck, zeig ihr das mal direkt auf der Symbolebene. Guck du, mal, Oma, du lehnst dein Kind ab, obwohl das aus Liebe entstanden ist.
Und sie kriegt ihr Kind nicht mehr mit, sie versinkt in der Traurigkeit, deshalb sieht die Spinne dort und weint. Du versinkst in der Traurigkeit und deswegen sitzt dort die Spinne und die weint. Schau dir das an, ne? Da hast du deine Gefangenen, du thronst über alle. Ja. Hast du alles im Griff? Du bist so jähzornig und du bekommst so ein kaltes Herz. Du bist soll so mal in den Spalt reingucken, das sind alle gefangen. Guck dir die da alle unten an. Alle in irgendwelchen Gefängnissen. Ja. Du hast dein Herz verschlossen. Da ist ein Stein drin. Mach mal auf da. Ja, Oma, das gibst du alles an mich weiter. Ja, jetzt bricht es richtig zusammen. Genau. Das wollte ich doch nicht, das wollte ich doch nicht. Ja, aber du hast es getan. Du hast dich nicht um deine Tochter gekümmert. Ja. Und die konnte sich nicht um mich kümmern. Weil sie das... Weil du keine gute Mutter warst. Die kannte gar keine Mutter und keinen Vater. Ja, Oma, guck dir das Drama an, was daraus wird. Weil du dein Herz verschließt, leiden wir alle darunter. Ja, es tut dir leid. Opa, weil du aus dem Krieg nicht zurückgekommen bist, ja. Genau. Ist diese Frau erstarrt, ist in ihrem Schmerz, den hat sie einfach so gelebt und sie hat ihr Herz verschlossen. Und sie ist in diesem Schmerz einfach stecken geblieben. Sie war nicht mehr für ihre Kinder da. Und diese Frau, deine Frau, ist zur Spinne geworden, die ich jetzt befreien bin. Zeig sie in die Spinne, da sitzt sie. Und da schau dir die Spinne an. Dazu ist deine Frau geworden. Ja. Beherrscht alle, da unten sitzen alle. Der versteht die Welt nicht, der bricht zusammen. Um Gottes Willen. Genau. Wieso bin ich in diesem Krieg? Warum? So viel Elend. Meine lieben Kinder. Ach, guck mal, jetzt liegt die Oma neben mir. In dem Symbolraum. Die liegt da. Als Oma, ne? Als Oma. Das ist, jetzt hat die Spinne sich. Jetzt ist sie entkleidet, jetzt hast du sie völlig aufgedeckt und deshalb liegt die Oma da. Die muss ich nicht mehr verstellen, wenn du so willst. Ja, die liegt, als ob die tot wäre, so liegt die genau. Da. Guck mal, da liegt jetzt deine Frau. Ja. Jetzt hebt er sie gleich hoch und umarmt sie. Ja, dann muss die ganzen Bilder zerstören. Ja, ja. Mach mal die Bilder kaputt. Ja. Ich mach das tatsächlich das Haus da noch kaputt. Da. Scheiß Oma! Oh. Muss man anfangen, oder? Ja, muss man anfangen. Geht du noch mal durchs Kindheit von ihr, ob sie noch was braucht wird zum Beispiel, das ist ja ganz wichtig. Also ich sehe immer noch den Kahn, aber die hüpft daneben hier. Da müssen wir jetzt gucken, inwieweit jetzt dieser Missbrauch noch passiert mit dem Nachbarn. Also er sieht die Mädels spielen draußen und er winkt ihnen so zu und sie kommen artig, beide. Er sagt, kommt mal mit mir mit, ich will euch was zeigen. Und die gehen da in den Stall und den Kühen vorbei zu den Schweinen. Und er zeigt ihnen die neuen Ferkel. Und hebt die Kleine hoch, damit sie die besser sieht. Und die freuen sich. Passiert aber sonst nichts, ne? Mm-mm. Die freuen sich und lachen. Versuch dann nochmal das Erinnerungsbild zu holen und sag mir mal, wie lange du es halten kannst. Ich sehe jetzt die Kuh mit dem Boden, also mit dem Stroh, da wo das passiert ist, aber da kommt nichts. Also ich habe nur das Bild, die Kuh und das Stroh. Also auch wenn du dich anstrengst, dich erinnerst? Kriege ich nicht. Kriegst du nicht. Dann scheint es ja endgültig weg zu sein. Prima. Nee, ich krieg da nichts. Also auch wenn ich mich anstrenge. Und guck immer noch jetzt, aber ja, okay. Jetzt versuche ich da natürlich krampfhaft was zu sehen. Ja, es ist ja nur dafür da, dass du erlebst, dass es gar nicht geht. Selbst wenn du es dir negativ vorstellst, ist es weg.
Weil viele Leute sagen, so ein Vorstellungsbild, ich kann mir alles vorstellen. Dann sage ich immer, nee, probier's doch mal, schaffst du nicht mehr. Das Bild weg ist, kann man sich nicht mehr vorstellen, das ist dann weg. Man weiß es zwar noch, aber das Bild als solches lässt sich nicht mehr aufbauen. Damit ist die Prägung weg. Ne? Was bleibt, ist die Reflexion über die Prägung. Das ist ja auch okay. Die historische Wahrheit können wir ja nicht wegmachen, aber die Prägungsebene können wir auflösen. Ich sehe den Opa, der ist da im Schuppen. Der ist so ein Bastler, der mal repariert alles wieder, der kriegt alles ganz. Und ich sehe jetzt die kleine Ursel, wie sie zu ihm geht. Und er erklärt ihr was, er zeigt ihr was. Und sie ist auch ganz interessiert. Das heißt, die kleine Ursel hat ihren Papa. Ja. Du erlebst es. Und jetzt sagt sie, Papa, Papa, komm mit, komm mit, komm mit. Und er lässt doch alles gleich fallen, er geht mit ihr mit. Also er hört sie, er ist da. Und sie sagt, guck, das ist so ein schönes Wetter, lass uns Drachen steigen gehen. Und er lacht und geht mit. Und sie ist fröhlich. Das heißt, deine Mama hat eine ganz andere Kindheit? Die Oma ruft zum Essen. Ja, das sieht ganz lieb aus. Ursel, jetzt hast du Eltern. Und ich sehe an dem Gesicht, wie sie ihren Mann so liebt. Die liebt den so doll. Das heißt, du hast jetzt wieder Mama, Papa, Kind. Du siehst die drei als heilige Familie. Und die beiden Eltern sind sogar Liebespaar. Die lieben sich. Mhm. Genau. Ja, so soll es sein und das ist eine super Vorlage. Es müsste dann, du kannst direkt hinspringen in deine Kindheit mit deinen Eltern, müsste genauso sein. Oh, ich genieße das immer noch, weil die Ursel sich so an die Oma auch schmiegt und sich so das so genießt, dass sie jetzt Eltern hat. Das ist so schön. Aber spring mal in deine Kindheit, dass du dich auch mal selbst siehst. So, ich sehe mich bei der Oma. Sitzt da vorm Haus, auf dem Hof, und spiel mit der Andrea. Und mein Vater kommt und der nimmt mich und wir gehen baden. Wie alt bin ich da? 4 Jahre. Na, jetzt bin ich ein bisschen älter, jetzt sind wir am Strandbad alle, die ganze Familie. Wir gehen da baden. Ja, guck mal, ob du irgendwo Mama, Papa, Kind sehen kannst. Ja, das Baby habe ich. Vati, Mutti, kommt mal dazu. Ja, den Vati sehe ich halb, aber die Mutti kommt nicht. Mm-mm. Das heißt, wir haben heute nur die Oma erlöst. Das heißt, also deine Kindheit steht noch an. Die geht noch nicht, die funktioniert noch nicht. Ist ja heute Spinne gewesen. Das heißt, also es war erstmal das Thema Mama unter dem Aspekt Spinne, das heißt also die Mama der Mama. Dann gehen wir in das Spinnennest, in den Eingangsraum, Symbolraum. Wir gucken mal, wie der Symbolraum aussieht. Ich traue mich gar nicht in den Symbolraum. Gib mir noch mal eine Tür. Ja, genau. Das ist mein Test. Du gibst noch eine Tür und dann siehst du ja, was kommt. Sandboden. Also weißer Sandstrand, würde ich sagen, aber ähnlich, so ein bisschen gelblicher ist der Sand. Und da, wo diese ganze Spinnenarmee saß, sind jetzt einzelne Blümchen. Oh ja. Also für jede Spinne steht ein Blümchen, so eine Margarita. Was für eine Spaltung? Die Erdspalte? Da ist schon noch eine Spalte, aber es ist eher so, also ziemlich klein. Da ist jetzt nicht mehr so eine Spalte, wo jetzt noch jemand drin sitzt. Also die Spalte ist zu, da ist aber noch eine kleine Erinnerung an die Spalte. Genau. Na gut, dann ruf mal diese Spinne herbei. Spinne, wo bist du? Jetzt lachst du dich tot. Da steht jetzt wie so ein Liegestuhl, wie man das kennt vom Strand, weißt du so. Ja. Und da sitzt Opa und Oma drin. Im Liegestuhl. Ja. Da sitzen die mit Gläsern und genießen. So. Ja. Also du hast deine Oma erlöst als Spinne und die hat als erlösten Ausdruck von den Opa ihren Mann dabei. Ne? War ja Bestandteil der Spinne, ne? Die war ja todtraurig. Ja, und die haben so Sektkelche so in der Hand und sitzen in diesem Strandkorb. Ja, genau, zur Zeit. Oma, warst du die Spinne? Oma, kannst du dich noch an diese Vergangenheit erinnern? Nee, die ist
Die ist da happy in ihrem Stuhl mit ihrem Mann. Ja, genau. Die weiß gar nicht, was ich von ihr will. Genau, siehste, deshalb kann sie sich an die Spinne nicht mehr erinnern. Das ist ja schräg, oder? Nee, muss doch sein. Weil wenn du das alles so transformiert hast, dass das alles weg ist, dann hast du ja auch die Erinnerung weg an die Symbolzeit Spinne. Ist logisch, ne? Hm. Die hat ihren Mann jetzt neben sich, also kann sie nicht mehr traurig sein. Sie ist nicht mehr vergewaltigt worden, die weiß gar nicht, was du redest. Diesen Sand, diesen Strandkorb. Blauer Himmel fehlt noch, weil der gehört zum Meer. Ja, den blauen Himmel kriege ich noch nicht hin, ja, leider. Auch wenn ich ihn mir gerne vorstellen wollen würde. Wenn du es dir schön so ein Mist! Ich dachte, jetzt ist das ein blauer Himmel. Deswegen dachte ich, jetzt muss ich mich doch nochmal konzentrieren. Aber ich kriege es nicht hin, nee. Das ist jetzt spannend, wie die nächste Session wird. Ob das wirklich zum Schluss der blaue Himmel ist und du bist erlöst. Und die zwei, die sind da so völlig mit sich, die kriegen das drumherum gar nicht wahr. Ne? Völlig klar, du hast sie endlich erlöst. Die sind Oma, völlig happy. Die sind total happy, ja. Ja, genau. Das ist ja süß. Das ist ja wirklich ein süßes Bild. Ja. Tolle Session, ja. Tolle Session. Du, also ich und Spinnen, das ist ja der Hammer. Ja, super. Hätte ich ja nie gedacht dran. Aber es ist eine schöne, ganz klassische Standard-Session. Es ist so ein schönes Beispiel. Am besten gibt es mir das als Film-Session. Kannst du machen, ja. Das ist eine sehr schöne, so bildhafte. Ja, und auch sehr symbolisch verständliche Session. Ne? Also deshalb finde ich, es ist auch ein sehr schönes Lehrbeispiel, wo man sehen kann, wie präzise die Psyche arbeitet und dass das nicht ausgedachter Unsinn ist, wenn du da so rumzitterst. Und der macht das schon freiwillig, ne? War ja richtig spannend. Manchmal willst du es ja auch verändern, so wie mit diesem Himmel. So, jetzt gucke ich doch nochmal, kriege ich das hin und es geht aber nicht. Ne? Das ist einfach nicht machbar. Ja. Also, das ist ja schon verrückt, dass du das nicht steuern kannst. Ne? Ja, ist gut, mache ich gerne einen Film drüber. Das finde ich eine tolle Session. So, das ist ein schönes Beispiel. Kannst du machen. Ja, gerne. Danke.